Wake News Radio ohne Blatt vor dem Mund ist jeweils am Dienstag und am Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit mit Top-Themen aus Politik, Wirtschaft, Finanz, Umwelt, Gesellschaft und vielem mehr on air. Hereinhören, mehr unter wakenews.net. Messed up, man.
thug life, baby. My life was crazy, don't know how the hell I made it. My role models were gangsters, pimps and thugs. I was a little boy in search of my daddy's hug. The hustle and the struggle, man, I lost so many friends. By the grace of God, Gleam Joel still stands. This is Detlef here, and I have the pleasure to meet Glim Joel, and he's a rapper. Yeah. And you are actually from Kenya? Originally I came from Kenya, but I lived in California, and my family lives also in Austin, Texas, and partly in Zurich. So widespread. Yeah, that's amazing. Yeah, now, totally. you've made quite a performance here in this church. Yeah. How did you get to this kind of music? This kind of music, I was doing concerts in different places, and you know, I got a vision to like to reach people, different people, you know, and so God gave me this opportunity to do something gospel and bring the message. Well, this is fantastic. And now, are you touring in Switzerland as well? Or do you have any shows going on? Yeah, we have one show like planned, but we're going to be touring some shows next year, like about maybe 10 or 12 in Switzerland, in the major cities. And maybe come back to Basel. We're still organizing it. Right. And we'll be like I'm going to Brazil in February, and you know, my heart is to reach people with the music and also raise awareness for the hunger that is going on in Africa. And yes, maybe we'll work with World Vision, maybe. Maybe. All right. Yeah. So that's fantastic. So thanks a lot for this quick interview. Yeah. By chance, so to say. Okay, God bless. Thanks a lot. Yeah. IC Radio Network and UWS strongly promote the use of grassroots patriot music. Please drop us a line and we'll play your music. Detlef vom Wake News Radio, und wir hatten heute das Vergnügen, einen ganz fantastischen Chor hören zu dürfen. Und ich habe hier einen der Mitsänger dieses Chores, und der wird uns ganz kurz mal so sein Gefühl mitteilen, wie er das heute alles empfunden hat. Denn das ist hier in der Peterskirche in Basel. Ja, oder? Ja, genau, so vielleicht ist das. Stellst du dich mal ganz kurz vor. Ja, also ich bin der Bernie. Ich habe, wie gesagt, mitgesungen, und da ich in dieser Kirche viele Jahre zum Gottesdienst kam, war es wieder ein Comeback. Und ich denke, es war sehr schön hier zu singen, und ich habe, glaube ich,
gespürt zu haben. Die Leute waren berührt von den Liedern. Es waren ja sehr verschiedene Lieder. Und ja, ich hoffe, die Botschaft dieser Lieder ist auch rübergekommen. Naja gut, also ich meine, dem Applaus nach zu urteilen, war das eine ganz klasse Sache. Ich habe die Musik wirklich vom ersten Ton her genossen. Die Leute haben geklatscht. Mhm. Auch nicht unbedingt etwas, was man in der Kirche so üblicherweise tut. Ja. Tut man sich hier nur bei guter Musik. Ja, genau. Oder auch eben in dem Gottesdienst, den wir sonst auch haben, von der Vinya Basel hier. Das kann viel moderner zugehen, als man das vielleicht von einer Kirche gewohnt ist. Und es war auch schön, gerade moderne Lieder noch drinnen zu haben diesmal. Und es hat also wirklich auch sehr Spaß gemacht, hier mitzusingen. Ja, fantastisch. Und das hat ja wahrscheinlich eine Menge Vorbereitung bedeutet für euch alle. Wie lange oder wie häufig habt ihr denn üben müssen? Also wir haben uns 16 Mal getroffen, so 2,5 Stunden am Abend, wo wir diese Lieder halt geübt und geübt haben und die Choreografien und die Solis und so weiter. Und ja, und doch muss man sagen, ich hätte noch vor 2-3 Wochen nicht geglaubt, dass es so gut geht, weil ja, 16 Mal ist doch auch irgendwann vorbei und man kann doch nicht jeden Ton und irgendwo mal ein Wort, das man vergisst oder so, aber so als Chor hilft man sich gegenseitig, hört man sich gegenseitig und dann kommt das einfach und ja, das war schön so. Ja. Witzemäßig. Und ihr habt das auch ganz toll arrangiert bekommen von euren musikalischen Leitern, ja? Ja, so sagen. Ja. Ich habe das auch aufgenommen als Raubkopie, sozusagen. Okay, ja. Mal sehen, ich höre es mir an, vielleicht ist auch was geworden. Dann ja, würde ich das vielleicht am Dienstag der nächsten Woche mal ein bisschen einspielen, wenn erlaubt ist. Ja, sicher, natürlich. Ich bin fast sicher, dass wir auch diesmal sogar auf YouTube wieder ein Video drin haben werden. Also diese Lieder sind meines Wissens hier oder diese Konzerte sind nicht irgendwie Copyright geschützt. Ja. Das darfst du abspielen, ja. Das ist klasse. Und jetzt sag doch nochmal etwas zu deinem Chor selbst. Der Chor nennt sich? Gospel Night Chor, das ist, ich glaube, das 6. Mal mit 1-2 Lücken jedes Jahr, dass man so einen Chor zusammengestellt hat und wir sind alles Laien. Natürlich gibt es ein paar Solisten mit geschulten Stimmen, das hat man ja gehört, aber natürlich eben auch solche, die zum ersten Mal hier ein Solo gesungen haben und das ist auch die Idee, eben nicht nur ein paar Profis irgendwie einzubinden, sondern einfach auch Leute zu fördern, die das hier machen kann. Also jeder, der ein bisschen singen kann, kann eigentlich auch in diesem Chor mitsingen. Klasse. Und sagst du vielleicht auch nochmal die Webseite von eurem Chor? Ja, also da, wo man alles findet, auch so die Fotos von den letzten Jahren und so Texte und Eindrücke, das ist einfach auf www.gospelnight.ch. Oh ja, das ist ja ganz einfach. Gibt es da irgendeinen Ansprechpartner oder sieht man das auf der Webseite? Ja, das ist dort eigentlich alles auf der ersten Seite vermerkt, wo man sich da melden kann und wer dahinter steht und so weiter. Ja, sag mal, wie viele Leute singen denn eigentlich bei euch im Chor? Wie viel ungefähr? Ich meine, vielleicht weiß ich es jetzt nicht genau, aber... Ja, es waren nicht ganz 60 hier. Wow, 60 tolle Stimmen. Mhm. Ja. Und zwar von Männern und von Frauen. Jawohl, ja. Gemischter Chor, ganz klasse. Ja, ich denke, es waren mal ein bisschen mehr Männer diesmal. Ah, ich hoffe, ja, man hat gut. uns gehört, ja. Ja, aber auf jeden mindestens Fall. Bei dem Oh, ja. Das ist reingegangen, ja. Das ja, super. Und auch immer wieder raus, ja. Man merkt auf jeden Fall, dass es euch Spaß macht. Also, Bernie, herzlichen Dank, dass du mir kurz Auskunft gegeben hast darüber. Und das werden wir senden. Also. Ja, toll, freue ich mich. Also, danke, Detlef. Herzlichen Dank. Ja. Tschüss. Tschüss. You're listening to the International Community Radio Network.